Hallo Leute, heute ist der 20.07.2020 Ich habe noch immer irrsinnig Zahnschmerzen, aber man sieht nichts. Ich glaube auch, dass die Seite geschwollen ist, aber das kann man nicht so eindeutig sagen, welche Seite mehr geschwollen ist. Und heute war Claudia da. Ich habe ihr die Mitteilung gemacht, endlich habe ich es jetzt gebracht, ihr zu sagen, dass ich es im September kündigen möchte. Es hat einfach private Gründe. Es liegt nicht an Claudia, aber an mir. Ich komme einfach nicht so gut mit ihr klar und kann schwer Vertrauen aufbauen. Und es gibt noch so Kleinigkeiten, die bei mir einfach nicht stimmen, die es schwer machen, mit ihr klar zu kommen. Aber wie gesagt, es liegt nicht an Claudia, es ist ja meine Sache und sehr persönlich und es. Jetzt gebe ich ihr bis Anfang September Zeit, einen neuen Kunden zu finden. Ich werde mich auch um Assistenten oder Assistentinnen umsehen. Und Anfang September werden sich dann unsere Wege trennen. Und ich hoffe jetzt, dass es nach dem langen Überlegen eine gute Entscheidung ist und dass es mir damit besser geht, aber noch fühlt es sich nicht so an. Es tut mir einfach irrsinnig leid für sie. Ich mag sie auch und das hat gar nichts damit zu tun oder damit, dass sie das meine Mutter sie nicht mag, das hat nichts damit zu tun. Es ist einfach irrsinnig kompliziert und ich habe schon sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich mache es mir damit sicher nicht einfacher. Aber ich bin einfach zu dem Schluss gekommen, dass wir nicht zusammenpassen. Und ich habe jetzt über 3 Monate versucht, das hinzubiegen. Aber irgendwie funktioniert es einfach nicht. Und aber die genauen Gründe sollen meine bleiben. Und werde ich hier auch nicht breit reden. Mir tut's einfach leid, weil ich sie doch mag und mich relativ gut mit ihr verstehe, aber es ist einfach so, wie es ist und nach 3, 4 Monaten glaube ich, kann ich sagen, dass sich das nicht mehr ändert. Und daher, ja. Sonja kommt morgen. Morgen habe ich einen Zahnarzttermin. Ich bin schon irrsinnig gespannt auf den Zahnarzt. Ich habe eine irrsinnige Zahnarztphobie. Und das macht es mir nicht unbedingt leichter, freiwillig zum Zahnarzt zu gehen. Und man wird sehen, ob es funktioniert, ob ich gleich was machen kann
oder ob ich auch auf einen Narkosetermin warten muss, weil ich ja so eine Kiefersperre habe und mein Mund beim Zahnarzt oder auch beim Zähneputzen nicht so weit aufbekomme. Gerade so, dass er untersuchen kann, aber nicht genug fürs Reißen oder aufmachen zum Wurzelbehandeln. Das muss leider in meiner Narkose passieren. Und die Narkose ist ziemlich teuer. Aber ja, man wird sehen. Bei ihm dauert es mindestens einen Monat, bis ich einen Narkosetermin bekomme. Aber ich nehme jetzt schon vier Schmerzmittel am Tag. Statt drei. Und rauche ununterbrochen, weil das Nikotin den Zahnnerv betäubt. Ist auch keine ideale Lösung, aber es hilft. Und noch mehr Schmerzmittel kann ich nicht nehmen. Aber ich habe das Gefühl, dass es von Tag zu Tag mehr wird. Ah, das ist das Pech, wenn man so lange drüber wartet. Sonst gibt's nicht viel Neues. Ich habe auch einen am 10. September erst einen Psychiatertermin. Also muss ich mich jetzt noch über einen Monat alleine mit meinen Schlafstörungen rumschlagen. Was mich auch nicht unbedingt freut. Aber ja. Und einen Urologentermin habe ich auch. Aber da weiß ich nicht genau, wann. Und die können nur zwei oder drei Rettungswagen am Tag machen. Und die Behinderten brauchen einen Rettungstransport, weil der Aufgang zu dem Urologen nicht behindertengerecht ist. Ist ja mal wieder sehr hervorragend. Naja. Mehr gibt's im Moment nicht. Ich bin sehr müde von den vielen Schmerzmitteln. Und auch von dem Tag mit Claudia, obwohl er recht schön war. Sie hat für mich gesungen und es war relativ entspannt und ich habe mich auch gewundert, dass sie nicht wirklich sauer auf mich war. Und bin darüber ganz froh. Und ja, ich kann es jetzt sowieso nicht mehr ändern. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Eure Ines.